Gut, dann erkläre ich jetzt nochmal den Rest von dem ganzen Projekt, das ich jetzt ja schon zweimal vorgestellt habe. Da geht es um dieses Web-Framework, das wir quasi in PHP selber uns programmieren als Vorlage, um jetzt mal zu sehen, wie das Ganze funktioniert. Wir haben da ein paar Sachen noch nicht durchgearbeitet. Ich werde jetzt einmal einfach die Sachen, die noch fehlen, einfach nochmal ergänzen. Also zur Wiederholung nochmal. Also man hat hier so einen Bereich, wo man irgendwie was posten kann. Und es wird dann auch, wenn man schon was gepostet hat, einfach eine Warnung ausgegeben. There's already been sent a post. Und das funktioniert ja, wie gesagt, so, dass man jetzt eben bei der Submissions-Page hier, da ist es so, da wird eben geschaut, wenn die eben aufgerufen wird mit einer Variable. Ich kann jetzt hier nochmal, wenn ich jetzt hier nochmal Pasta, wie gesagt, mache das nochmal, Pasta submitten will, dann kommt eben diese Warnung, ich habe bereits Pizza quasi bestellt. Und da wird eben geguckt, wenn die Seite sich nochmal neu lädt, ob diese Session, PHP Session Variable postet, schon gesetzt ist, postet zusammen mit dem aktuellen, mit der ID von dem Thread hier. Also jeder Thread bekommt eine ID. Das ist im Prinzip auch diese, entspricht der ID, die jetzt in der Datenbank gespeichert ist. Da gibt es ja diese Table Threads und da gibt es die ID. Und da gibt es ja jetzt hier zum Beispiel Nummer 11 ist diese Umfrage, was brauchen Sie zum Essen? Und dann wird eben geguckt, ob diese ID posted 11 schon quasi gesetzt ist hier. Ne, die setze ich quasi, wenn ich schon mal eine Umfrage eben beantwortet habe. Und nochmal zur Wiederholung, ich habe das letzte Mal kurz schon erwähnt, wie gesagt, das wird eben als Session-ID gespeichert. Die Session-ID ist im Browser und die wird dann im Prinzip immer an den Server auch mit übermittelt. Und die ist so lange gültig, wie der Browser offen ist. Ich könnte jetzt mal den Browser einfach schließen, dann könnte ich wieder was posten. Ich könnte jetzt mal hier, können wir mal kurz machen. Ich beende mal den Firefox hier. Genau. Mach den aber im Prinzip dann gleich nochmal auf. So. Und gehe wieder auf meinen Localhost. Genau. Jetzt ist die Session-ID eigentlich wieder gelöscht. Ich könnte jetzt quasi da nochmal teilnehmen. Ich könnte jetzt hier reingehen und könnte sagen, passt da. Genau. Und jetzt kann ich nochmal posten, kann aber jetzt nicht nochmal posten. Ich könnte jetzt hier nicht sagen, ich möchte jetzt irgendwie Burger oder so. Das geht nicht, weil ich jetzt in der aktuellen Session eben schon Pasta eben eingegeben habe. Das bedeutet, diese Session-IDs, die sind natürlich ein gewisser Schutz, dass man irgendwie nicht öfters was posten kann. Bei einer Umfrage natürlich irgendwie ein bisschen schwierig, weil ich könnte natürlich immer wieder den Browser schließen und wieder neu öffnen und dann wieder posten. Also das ist jetzt kein richtiger Schutz, wie man eben hätte, wenn man jetzt sagt, man macht jetzt wirklich einen Login. Ne? Das heißt, die richtige, korrekte Sache, wie man es jetzt machen wird bei einer echten Umfrage, wo es um was geht sozusagen, müsste man natürlich dann so machen, dass man sagt, okay, der Nutzer, der muss sich irgendwo registrieren, ne? Der gibt dann seine E-Mail-Adresse ab, bekommt eine Mail, muss sich dann ein Passwort vergeben und dann irgendwo einloggen, so weiter. Ne? Also das kennt man ja auch, das Verfahren. Das wäre quasi das Sichere. Das mit dieser Session ID, das ist halt einfach, um jetzt gewisse Sachen während einer Session, zum Beispiel beim Einkaufen, ne? Wenn man sagt, man ist jetzt irgendwie auf einer E-Commerce-Seite, man hat was im Warenkorb oder so, das sind so diese typischen Sachen, die über Sessions geregelt werden. Man kann das natürlich jetzt auch nehmen, um gewissen Schutz zu machen, um jetzt zu sagen, es wird nicht irgendwie 10-mal irgendwas abgeschickt. Ne? Also, aber das ist natürlich nicht irgendwie dazu da, um jetzt zum Beispiel
irgendwelche Umfragen sicher zu machen oder so. Dazu ist es eigentlich nicht gedacht. Das habe ich jetzt hier in dem Beispiel nur gemacht, damit das ganze Beispielprojekt nicht so umfangreich wird. Ne? Also das heißt, dieser gewisser Schutz, um jetzt zweimal was nicht posten zu können, aber es ist jetzt nicht irgendwie so, dass man sagt, er kann jetzt gar nur einmal hier teilnehmen. Wie gesagt, wenn ich den Browser schließe, dann werden diese Session, da wird eine neue Session-ID quasi vergeben, wenn ich da wieder drauf surfe. Ne? Und technisch funktioniert es eben so, das kann ich ja nochmal kurz wiederholen. Also das heißt, der Browser, der gibt diese Session-ID an den Server auch und die kommt da raus, das kann man mal kurz sehen. Da gibt es eben hier einen Ordner Temp, PHP, und da gibt es diese Session-IDs, die heißen dann quasi so wie diese, also die Dateien von diesen Session-IDs, die heißen so wie die Session-ID selber. Ne? Und wenn ich jetzt die mal einfach aufmache, wie gesagt hier, oder die hier, dann sehe ich eben, nochmal die neue, das ist dann die von 8:31 Uhr, dann sieht man eben, was da drin steht. Das heißt, ich habe eben, ne, die von 11:07 Uhr ist die neueste hier. Ne, heute habe ich jetzt schon zwei, na, deswegen machen wir die andere. Ich bin ja noch nicht eingeloggt eigentlich, das müsste die andere sein. Ne. Auf jeden Fall gut. Da steht auf jeden Fall drin dieses Posted, ja, in dem Thread 11, da habe ich schon was gepostet. Das heißt, mit der ID 11 und das heißt, das ist genau das, was hier zu sehen ist, Posted mit der ID 11. Das ist eben, die ist gesetzt sozusagen, die Variable, genauso die Login-Variable ist auch schon gesetzt gewesen, das war jetzt die letzte Session. Ansonsten, also wenn ich mich quasi einlogge, dann ist diese Variable auch gesetzt. Ja. Genau. Genau, also das heißt, bei dem Admin PHP, da sieht man das ja auch, Admin Page, dass da die Variable Login Page ist es hier, die Variable Logged In ist das hier, die ist hier dann quasi auch gesetzt. Das heißt, jetzt bin ich eingeloggt, solange wie der Browser offen ist. Ich muss mich jetzt quasi nicht nochmal einloggen, sondern bin immer eingeloggt. Genau, das sind eigentlich die Sachen, wie das jetzt geregelt ist mit dem ganzen Thema. Ich kann jetzt hier zwei Sachen machen. Wie gesagt, als Administrator kann ich jetzt zum Beispiel so Umfragen wieder löschen. Das haben wir ja auch schon besprochen. Ja, das ist dann diese Admin-Page hier, ne? Das ist hier nochmal geregelt, dass ich sage, okay, das haben wir das letzte Mal besprochen, dass eben alle IDs gelöscht werden, die ich hier anhake, ne? Also das heißt, überall, wo der Haken gesetzt ist, das können ja auch mehrere sein, werden die da gelöscht und auch vielleicht ein neuer Thread angelegt, wenn ich jetzt hier was eintrage. Ich kann das ja beides gleichzeitig machen. Ich kann auf die Umfrage löschen gehen und einen neuen Thread anlegen. Das ist ich. Man könnte dann hier sagen, jetzt hier in Corona-Zeiten, was braucht man für den Einkauf? Kann das jetzt hier, habe jetzt hier quasi das eine gelöscht, das andere angelegt, kann dann irgendwie als Nutzer da wieder drauf gehen, kann da, was weiß ich, sagen, okay, ich brauche Milch und dann so mitmachen. Man könnte jetzt einen Einkaufszettel natürlich machen mit mehr. Kann jetzt hier leider nur einmal das machen. Das wäre natürlich jetzt auch so eine Sache. Kann man natürlich noch viel mehr Fähigkeiten einbauen, dass man sagt, okay, man kann das selber wieder editieren. Also seine eigenen Sachen. Man darf zwar nur einmal was posten, aber darf das vielleicht nochmal verändern oder so. Das ist jetzt da alles nicht dabei. Das ist jetzt im Prinzip diese Admin-Page. Und diese, was wir hier noch haben, diese Submissions Page, das können wir nochmal durchgehen. Ne? Das heißt, hier funktioniert ja das so,
dass die Seite immer zweimal quasi geladen wird. Also das erste Mal, wenn ich drauf gehe, hier, Submissions 12, also ich bin von dieser Overview-Seite hier, gehe ich da drauf und dann bin ich auf dieser Submissions 12. Ja, das ist ja so, das habe ich auch schon erzählt, dass das ja umgewandelt wird in diese PHP-Variablen. Und zwar hier in diese Variable Thread. Und dann wird eben 12, der Thread 12 eben hier einfach, werden sich alle Datenbank-Einträge eben geholt. Select Name from Table Threads, where ID gleich Thread-ID hier, also das wäre dann diese 12. Und dann wird im Prinzip auf dem auf der Webseite alles, was in der Datenbank gespeichert ist, eben unter der Thread-ID 12 eben hier aufgelistet, ja. Indem ich eben hier Select Name from Table Threads, where ID gleich 12. Ja. Das heißt, hier werden die Sachen alle aufgelistet und eben gerendert. Nach diesem Template, das haben wir ja auch schon eben erzählt, wie das funktioniert. Also da werden die einzelnen Zeilen geholt natürlich und dann hier mit for each dargestellt. Irgendwie jede Zeile wird eben mit diesem Template Subtable Row gerendert. Ja, also das ist dann hier in diesem Submissions PHP. Quasi jede einzelne Table Row wird eben mit dem Template gerendert. Da kommt natürlich dieses jeweils die Zeile einfach eine Variable Row mit und die hat eben Row 2 ist eben dann einfach der Begriff hier. Ne? Und mehr muss ich ja da nicht machen. Also ID und sowas brauche ich ja in dem Fall nicht. Deswegen ist es eben nur der Name, der hier angezeigt wird. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, eben zu posten, solange man das noch nicht gemacht hat. Na, ich kann jetzt hier was eingeben, kann auf Submit gehen. Dann wird die Seite nochmal neu geladen. Und das heißt, dann geht es nochmal in diesen Init-Bereich rein. Und da gibt es eben dann die Variable New, die eben gepostet wird, das ist eben das, was in dem Feld drin ist hier. Und wenn das eben wenn da was drin steht, also das New ist im Prinzip, weil das ja bei Submissions, dieser Submit-Button, der schickt eben dieses Input-Feld hier weg. Ne? Submit Name gleich New, Input Name gleich New, dann bekomme ich eben als Post-Variable eben Post New und kann das dann eben schauen, ob die gesetzt ist. Wenn die nicht gesetzt ist, passiert eben gar nichts. Okay. Wenn sie aber gesetzt ist, dann wird eben eine Session gestartet, wenn sie noch nicht gestartet ist. Das Session Start, das muss ich quasi immer, wenn ich mit Sessions arbeite, eben ausführen. Ja. Und was da auch noch wichtig ist, deswegen ist das auch in diesem Init-Bereich, diese Session-Sachen, die sind quasi, die befinden sich die Verarbeitung in dem HTTP-Header und den kann ich nur beeinflussen, wenn die Seite noch nicht quasi gerendert oder geladen worden ist. Deswegen muss ich das immer in diesem Init-Bereich machen und deswegen gibt es den auch. Ne? Also der ist dazu da, um Sachen wie diese Sessions zu verwalten, weil da noch nichts quasi in die Seite geschrieben worden ist und das PHP noch die Möglichkeit hat, diesen Header zu beeinflussen. Das sieht man zum Beispiel auch, wenn ich jetzt bei der Elternklasse, bei dem Homepage bin, dass hier im Prinzip immer erst Init aufgerufen wird, dann quasi der Head, also der Head ist nicht der Header, sondern das ist der Head-Bereich, der sichtbare Head-Bereich. Also das ist ja im Prinzip das hier, dieses zum Beispiel.
Das wird dann gerendert und dann eben der Body und dann unten der Footer, das ist eben hier das da. Und der Body ist eben der mittlere Bereich. Und deswegen das Init, das wird quasi vor dem Rendern aufgerufen. Ich kann da eben auch noch was zurückbekommen und das dann noch auswerten. Das ist einfach dazu da, dass ich zum Beispiel diese Sachen machen kann, wie eben diese Warnung ausgeben. Ja, zum Beispiel bei der Submissions Page, da gibt es ja diese Submissions und da ist es so, da gibt es ja diesen Template-Bereich Subsend, also das heißt, wenn da schon mal eine Submission weggeschickt worden ist, dann kann, oder dann gibt es hier dieses Alert, das hier nochmal angezeigt wird. Also das heißt, bei der Submissions Page, da wird eben geguckt, es wurde da was abgeschickt und dann wird eben die Session posted überprüft. Ja. Posted 11 wäre dann für den Thread 11 zum Beispiel. Wenn die gesetzt ist, diese Variable, dann rendere ich eben dieses Subsend. Ja. Das mache ich hier. Dann ist das bereits quasi abgeschickt. Und wenn nicht, dann wird eben der neue Eintrag eben wirklich gepostet, also Insert into Table Beiträge, Values, da wird das quasi in die Datenbank geschrieben und diese Session wird dann einfach auch gesetzt. Genau. Und das Ganze eben in diesem von Homepage überschriebenen Bereich Init, also diese Methode Init, die wird eben hier überschrieben und wird vor dem Rendern der Seite aufgerufen. Genau. Und das war es eigentlich dann. Das heißt, das ist jetzt hier dieser Submissions-Bereich, den Login-Bereich haben wir schon eigentlich soweit erklärt. Und dann sind wir eigentlich durch diese ganzen Dinge durch. Also vielleicht nochmal zur Wiederholung. Ich kann ja das nochmal anschauen. Man hat im Prinzip hier, ich gehe mal da von der Overview-Seite weg. Also man hat quasi einen Startbereich und der Startbereich ist immer der Overview-Bereich. Also ich lande hier immer auf dieser Overview-Page. Da habe ich dann einfach meine einzelnen Threads hier zu sehen. Also das ist im Prinzip der Overview-Page-Bereich, der macht einfach nichts anderes wie dieses Overview-PHP-Rendern. Also das heißt, hier in dem Body-Bereich, da wird eigentlich sonst nichts gemacht. Wie gesagt, Head, alle Rows eben, for each query as row, da werden alle Threads angezeigt und dann eben der Body, das Ende gerendert. Ja, das ist dann hier einfach das entsprechende Template, da werden die Table Rows für diese Submissions angezeigt, die ja quasi dann, Moment, Entschuldigung, Overview Page, die ja hier einfach aus dem Table Threads, Select Stern from Table Threads, jede einzelne Zeile wird da angezeigt. Wenn ich dann als Nutzer da drauf gehe, dann kommt das, was ich gerade erzählt habe, na, dieser Submissions-Bereich. Das ist dann diese Submissions-Page, das haben wir gerade besprochen. Und ansonsten gibt es nur noch für den Administrator eben den Login-Bereich, der dann eben eingeloggt ist. Wenn er, also ich kann ja nochmal die Session zumachen oder eben die, den Browser nochmal schließen und kann dann quasi, wenn ich jetzt das Ganze nochmal Neustart, Moment, hier Localhost, nochmal von vorne. Dann bin ich hier drauf und die Session habe ich jetzt gelöscht, indem ich den Browser geschlossen habe. Kann dann hier auf Login gehen und dann muss ich mich eben neu anloggen. Dann komme ich auf diese Login-Page. Die sehe ich dann hier nochmal. Da wird eben geguckt, ob diese Session-Variable Login gesetzt ist. Also das ist diese, was ich ja hier schon gezeigt habe, mit dieser Session-ID auf dem Server, diese Datei, da gibt es eben entweder, also jetzt bei der neuen Session eben nicht, da gibt es noch keine gesetzte Variable Login.
Und da wird eben, wenn ich jetzt auch noch nicht Benutzername und Passwort eingegeben habe, dann wird das eben erstmal gerendert. Das heißt, da wird einfach mal diese Login-PHP gerendert. Das ist im Prinzip das, wo einfach nur Input-Name gleich User, Input-Name gleich Pass. Das wird eben angezeigt. Gebe ich das eben ein, gehe auf Login, bin dann eingeloggt. Und dann wird dann gleich, wenn ich dann eben den Button Submit klicke, dann wird eben auf der Login-Page einfach die Seite nochmal neu geladen. Es wird wieder Init aufgerufen und es wird eben geguckt, ob ich schon eingeloggt bin. Falls ja, dann wird gleich Redir aufgerufen. Das ist diese Funktion, die einfach den Header verändert. Location Admin HTML. Das heißt, es wird einfach die Admin-Page geladen, automatisch. Also das heißt, der PHP Redirect durchgeführt. Und dann lande ich eben auf dieser Verwaltungsseite, wo ich jetzt einen neuen Thread anlegen kann. Genau. Ja, das ist eigentlich jetzt schon alles, was man hier noch eben, was noch gefehlt hat an der Erklärung. Ansonsten würde ich sagen, sind wir da eigentlich durch. Man kann ja die Sachen nochmal vielleicht genauer sich anschauen, indem man die Videos nochmal anhört. Also das sind ja jetzt quasi drei zu dem Thema. Und wie gesagt, auf GitHub gibt es auch dann den Source Code.